Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Forspunk, weiterhin mit meiner Möglichkeit Laburso. Ja, ich weiß, was soll ich machen? Ich kann eh nichts machen. Wir können nur blöd zuschauen. Ja, die Fabrik ist fertig. So, was können wir jetzt da machen? Was? Oh nein. Okay, egal. Es wird gleich warm, Leute. Sollte gleich warm werden. Ich mach den Overdrive nochmal an. Wir haben für 2 Stunden noch Betrieb. Nee, muss runterfahren. What the fuck, Alter? Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Wir haben keine... Der muss aus. Der muss aus. Wir müssen gerade extrem Kohle sparen. Der Hauptkessel darf nicht ausfallen. Wenn der Hauptkessel ausfällt, haben wir ein Mega-Problem. Aus. Auch aus. Wir müssen stark bleiben. Gottesdienst. Nochmal ein bisschen Glauben den Leuten geben. What? Warum? Minus 150 Grad. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja, gut. Okay. Haben wir den Overdrive angemacht? Nein. Wir geben alles, wir holen alles raus aus unserem Gerät. Ich habe noch 2 Stunden Kohle, dann ist Ende im Gelände. Er arbeitet ganz fleißig, unser Typ. Der Sturm endet. Die Temperatur steigen. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. What the fuck? Wir haben es geschafft, Leute. What the fuck, Mann? Wir haben überlebt. Das war jetzt das Spiel? Ich habe nur die Hälfte erforscht. Okay. Wir gründen eine kleine Gesellschaft. Einige Flüchtlinge. 80 Leute. Keine Nahrungsmittel. Alte Gewohnheiten. Schließen wir. Ja, Leute, was passiert jetzt? Wir sind fertig. What the fuck? Das kann doch jetzt so ein Scherz sein, oder nicht? Szenario auswählen.
Die Aachen. Was ist das jetzt? Das war ja die Hauptgeschichte. Wollen wir das jetzt starten? Komm, wir machen's. Als klügste Köpfe, bla bla bla, wurde aus den Pflanzenproben unschätzbaren Wert von den ewigen Winter zu retten, werden wir in der Lage sein, Saaten gerecht zu beschützen. Jetzt kann ich das Szenario. Ein neues Zuhause, das ist das, was wir gespielt haben. Und das Szenario anpassen. Wir lassen einfach alles so, wie es ist. Gibt es noch eine Geschichte? Okay, wie nenne ich dann die Folge? Das Ende? Wir haben es geschafft und dann irgendwie geht's weiter. Da, die Saatgut. Okay. An die Arbeit. Okay, das sieht mal ganz anders aus. Fabrikplan. Wir haben den Standort des Generators erreicht. Die Setzlinge sind sicher in den Saatgut verstaut. Okay, wir sollten eigentlich, um sicherzustellen, dass die Stadt unabhängig vom Wetter funktioniert, aber der Transport mit den Fabrikplanen würde von einem Schneesturm erwischt. Wir müssen eine Signalstation errichten, um die Suchteam zusammenzustellen. Ja gut, okay, also Standard, wie vorher in dem Sinne auch. Was gibt's hier? Beschützen Sie die. Okay. Alle viele tropische Samen sind sehr kaltempfindlich. Wenn die Temperaturen in einem Saatgut zu lange unter Kühl fällt, sollten werden wertvolle Inhalte. Okay. Ja, minus 20 Grad. Generator läuft nicht mal. Wir müssen jetzt Holz farmen. Stahl. Kohle brauchen wir, ne? Wir haben einen verfügbar. Okay, Leute. Ole wird gefarmt. Ich würde sagen, wir starten den Generator. Oder? Müssen wir den überhaupt starten? Ich würde sagen schon, dass es den Leuten nicht so kalt ist, oder? Wir machen eh mehr, wie wir benötigen. Also sieht ja eigentlich alles ganz gut aus. Uns das nochmal angucken. Minus 20, danach kommt schon minus 30, okay. Okay. Also wir haben jetzt hier so einen kleinen Band um uns herum. Wir brauchen auf jeden Fall Wohnungen. Zelte. Alle Materialien, die wir haben, 1, 2, 3, 4, 5. Für alle Leute haben wir dann Wohnungen. Das ist schon mal ziemlich cool. Ja, das werden wir dann anpassen, wenn es soweit ist, glaube ich. Das hier sieht auf jeden Fall ganz anders aus. Hier ist überall Holz. Da haben wir Materialien. Hier oben haben wir Materialien. Was ist das hier oben? Sind auch nochmal Holzkisten ohne Ende. Nochmal Holz, Saatgut, da ist auch nochmal ein Saatguttank, okay, und hier haben wir auch nochmal Holzkisten. Okay, okay, alles soweit, so gut verstanden. Wir haben Kohle genug, das sollte nicht das große Problem werden. Das sind alles diese Saatguttanks, wir haben drei Stück. Hier, 1, 2, 3, 4. Wo wir dann später überall so einen Generator auf jeden Fall ranstellen müssen. Das ist mir auch schon mal klar. Eieieiei.
Wenn gleich die Arbeitszeit vorbei ist, dann kriegen wir Zelte. Jetzt werden sie uns die Häuser bauen. Er macht hier auf jeden Fall noch ein bisschen die Kohlearbeit. Er soll das mal ruhig machen. Der kann das schon, der ist schon groß. Ich weiß auch gar nicht, wann wir die Forschung wirklich freigeschaltet haben. Ich glaube, dafür musste ich irgendwas bauen, Leute. Was ist das hier eigentlich? Vorratslager. Ja, wir müssen Essen eigentlich herstellen auch. Eine Werkstatt brauchen wir. Okay, eine Werkstatt haben wir. Speisesaal setzen wir auch dahin. So. Müssen ja zusehen, dass wir jetzt hier alles so ein bisschen in die Gänge kriegen. Ja, das passt auf jeden Fall mit den Einwohnern. Also die Einwohner kriegen wir auf jeden Fall alle unter. Also das sollte schon mal ganz gut funktionieren. Wollen wir zumindest hoffen, ne? Unzufriedenheit geht auf jeden Fall extrem zurück. Das ist auch sehr schön. Zack. Unzufriedenheit komplett aufgelöst. Wenn wir uns jetzt nochmal die Wärmedingens angucken, geht es den allen super. Das ist doch super. Ist noch an. Der macht auch, glaube ich, eine Pause oder so. Keine Ahnung. Dafür brauchen wir 5 Ingenieure. Geschlossen zu dieser Tageszeit, ja. Neue Forschung. Wir brauchen auf jeden Fall als erstes einen Kohlegenerator. Ja, wir können auch schnelleres Sammeln machen. Ja, wir machen erst den Kohlegenerator. Den brauchen wir. So. Das haben wir auch. Hier bräuchten wir auch einen Arbeiter. So, dann wird Essen auch schon mal hergestellt ab morgen. Es sieht doch schon ganz gut aus. Ein Sanitätshaus bräuchten wir dann. Dann brauchen wir 25 Holz, okay. Sollten wir auch gut hin. Hoffe ich. Kann ich denn die Kinder zum Arbeiten schicken? Wisst ihr, wo das war? Eigentlich dürfen wir das hier gar nicht in dem Szenario. Ah, halt. Das können wir auf jeden Fall machen. Suppe. Zusatzstoffe. Suppe. Und dann haben wir schon mal mehr Nahrung. Hör auf, rumzumaulen, Mann. Werdet mir irgendwann nochmal dankbar sein für den ganzen Scheiß. Jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Die sind nur am Maulen. Man ist froh, dass man diese ganzen Kram überhaupt auf der Reihe kriegt und die. Jetzt muss ich schmeckern, Mama. Ja? Wir kriegen nur noch eine Suppe. Und die ist ganz schön dünne, ne? Wir leben ja nur bei minus 20 Grad. Ne? In 2 Tagen kriegen wir minus 30, danach minus 40 Grad. Ne? Können wir alles schon sehen durch Wetter-App. Aber ist ja scheißegal, ne? Wir meckern. Weil Hauptsache, wir haben ja was zu essen. Ne? Wir müssen meckern. The fuck. Ja,
Muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen, oder? Meckern auf hohem Niveau, wenn man ganz ehrlich ist. So wie in manchen Ländern heutzutage. Meckern alle auf hohem Niveau. Ja, Forschung läuft auch. Die Kohle läuft auch. Ja, bin eigentlich ziemlich zufrieden. Sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen wieder. Ich mache jetzt immer eine Aufnahmepause. Bis dann. Tschüss.